Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Nebraska Event Video. Wir stehen hier noch in Norfolk und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus heute geht. Ob wir es einen Auftrag haben, der nach Sydney geht. Weil Sydney ist ja eigentlich das einzige. Grand Island könnten wir auch, aber Grand Island ist ja sehr, sehr nah. Also da muss man schon Glück haben, dass wir da einen Auftrag hinbekommen, der über 100 Meilen ist. Wäre allerdings auch möglich, wenn wir einen Auftrag haben, dass wir dann dorthin fahren. Da haben wir Sydney. Von Sydney kommen wir bestimmt noch einen hätten wir auch. Aber wie gesagt, 83 Meilen. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Auftrag und fahren von Flavor Fair, verpackte Lebensmittel nach Ecos Power Logistics, nee, Transport, 39.662 Pfund für 14 Euro, für 14.522 Dollar natürlich, 36 Dollar und 79 Cent pro Meile. Dann nehmen wir mal den Auftrag an. Dann haben wir nach dieser Fahrt nur noch die Fahrt nach Grand Island und dann kann ich eigentlich. Ja gut, im Grunde genommen kann ich dann zwei Sachen machen. Zum einen wollte ich ja sowieso hier, wie heißt das, noch ein paar von den neuen Frachten fahren, also. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade auf die Schnelle eine finden. Also jetzt nicht die, die jetzt mit dem Pack dazu gekommen sind, sondern gut, die haben wir gefahren. Ich glaube, die Pickups sind wir, glaube ich, auch schon gefahren. Ne, sind wir nicht gefahren, weiß ich gar nicht. Sind die schon gefahren? Die könnten wir auf alle Fälle auch fahren, die Autos, ne, die auf alle Fälle hier von Wanderlust kommen. Die sind wir auf alle Fälle schon noch nicht gefahren. Da war glaube ich auch so irgendwie so Transformator oder so was ähnliches, glaube ich. Irgendwas in der Richtung. Weiß nicht, Getreide ist glaube ich neu, kann das sein? Oder wirkt das gerade nur so? Stromgenerator bin ich glaube ich noch nicht gefahren. Ich weiß nicht, ob der neu ist. Jetzt mit dem Nebraska DLC. Zuckerrüben sind bestimmt neu. Aber die könnten wir eventuell sogar fahren mit dem eigenen Auflieger, den ich hier noch holen werde. Sehe ich jetzt gerade nicht. Aber wir hatten ja auch hier an neuen Dingen. Oh, das ist. Kann man auch fahren. Gut, vielleicht mal jetzt auch schon wieder Ankerboje. Hab man noch nie gesehen. Geil. Bringt zwar keine Kohle ein und so, aber nice. Na gut, man könnte natürlich die Sachen auch noch mal fahren, so vorher, bevor ich mir dann einen eigenen Auflieger hole, damit wir hier Getreide umherkutschieren. Wobei ich glaube, ich hole mir erst den Trailer und dann kann man den Trailer ja immer noch wieder. Ja, aber ich mich immer auch so. Ich hole mir den Trailer gleich dann direkt, nachdem wir mit Grand Island durch sind. It's all over now. Bin, glaube ich, zu weit gefahren, kann das sein? Ja. Fahre ich noch hier, ich glaube, die beiden Schritte, ich glaube, es waren zwei Spezialtransporte, auf alle Fälle den Spezialtransport hier mit dem, wo man mit dem Ding jetzt fahren kann, mit dem, sag schnell, wo man ein Subway-Car fährt. Ja, wir fangen jetzt den Highway 81 runter, durch Columbus durch, bleiben dann weiter auf Highway 81
immer weiter und dann geht's auf die Interstate 80 und dann fahren wir die Interstate 80 vorbei an Grand Island, an North Platte und ja, fahren dann bei Sydney raus, nach Sydney rein und fahren dann ein Stückchen wahrscheinlich noch hier den Highway 385, 378 Meilen haben wir vor uns. Ja, machen wir los, ne? Haben wir überhaupt nochmal? Habe ich schon wieder vergessen. Ah ja, verpackte Lebensmittel. Weil ich noch Rasen mit Getreide im Kopf hatte, war ich mir gerade nicht mehr sicher, was wir jetzt fahren. Ja, ein bisschen weit vor. So kann man sich's auch forcen. Wo können wir? Oder auch nicht? Hä? Okay. Wo geht das Manöver? Ah, okay, wir warten lieber, bis der Leimgrüne mehr oder weniger vorbeifährt. Ansonsten haben wir nicht genügend Platz. Auf zur Interstate. Gut. Auf zur Interstate ist gut. Da haben wir noch ordentlich was vor uns. Okay. Das war ja sogar gar nicht mal falsch mit dem Break when flashing. Stop by the flashing. Schöne Sache, dass das so umsetzbar ist. Beziehungsweise umsetzbar war. So schnell fahren, wie uns der World of Trucks Auftrag umher ne, fahren lässt. Es bleibt weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber allerdings darf der 70 fahren im Gegensatz zu mir. Oder kann der 70 fahren im Gegensatz zu mir. Deswegen holt er jetzt, hat er jetzt die Geschwindigkeit. Zu spät gesehen. Gut, ich hätte noch bremsen können und so, aber. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie war nochmal die Lore, dass man fahren musste daran vorbei? Ich glaube 60. Zumindest in Kanada war es, glaube ich. Zumindest bei Toll Trucks. Allerdings, ich weiß auch nicht, ich glaube allgemein auch bei Emergency Vehicles. Glaube ich mit 60 Kilometer pro Stunde. Also wenn jetzt, glaube ich, in diesem Fall dann roundabout 40 Meilen, kann das sein? Ist ja schon wieder schön hier mit der Bahnschiene, die drüber geht. Ah, ist nice gemacht, finde ich. Sehr schön umgesetzt. Die Bedeutsamkeit der, ne?
der Railroad. Ach, nicht wieder diese Ampel. Ah, nett von ihr. Go straight. Dass die mal umspringt, wenn ich da bin. So dass ich weiterfahren kann. Ist ja wie ein Sechser im Lotto. Wahrscheinlich wieder ein Memorial oder so. Das Andrew Jackson Higgins National Memorial. Und ich muss jetzt hart in die Bremse gehen. Weiter geht's. Ich kann mir überlegen. Bei Track Connection bin ich jetzt, glaube ich, gerade von 6 bei 6 von 10, oder? Ich meine. Italien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien und jetzt Österreich. Das heißt, wir haben ja noch quasi 4 offen. Das heißt, wir fahren von Österreich zurück. Dann fahren wir wo auch immer hin, dann fahren wir wieder, wir fahren in die Schweiz zurück, dann fahren wir wo auch immer hin. Dann fahren wir zurück in die Schweiz. Dann fahren wir wo auch immer hin, das wäre dann Nummer 8. Zurück in die Schweiz. Wo auch immer hin, zurück in die Schweiz, wo auch immer hin. Also wir haben noch 8 Fahrten, okay. Also noch ungefähr 2 Wochen, bis das dann durch ist. Unter Umständen. Turn right. Wie gesagt, unter Umständen. Jetzt bei ATS sind das in Anführungszeichen nur noch kann ich schon wieder oder bei uns reinhauen. Stay left. Then turn left. Nach der ist es eigentlich nur noch Grand Island. Vielleicht 2 Spezialtransporte. Und gut. Noch ein bisschen mehr fahren. Im eigenen Auflieger. Go straight. Vielleicht 5 oder so. 5 Fahrten. Kommt da sogar fast genau hin. Kann ich hier nochmal 2 Fahrten nochmal dazu nehmen. Dann ist es ausgeglichen. Schön, schön, schön. Weiter um 60. Hoppla.
auf 50. Hier also beispielsweise hier mit der Geschwindigkeitsregulierung, ne? Also die alternative Geschwindigkeitsregulierung. So, das Runterbremsen, das funktioniert ja hier deutlich, deutlich besser, auch mit dem Retarder so. Also gut, alternative Geschwindigkeitsregulierung. Mit dem Retarder hier runter zu gehen, beziehungsweise nicht mal mit dem Retarder, sondern mit dem. Oh, ich muss rechts abbiegen. Kann ich mitbekommen. Sondern, mit dem Tempomat. Mit dem Tempomat einfach 10 Meilen pro Stunde runtergehen. Was dann sogar mehr ist als 10 Kilometer pro Stunde. Nee, gar nicht wahr. Oder? Ja, doch. Da haben wir überhaupt keine Probleme. Aber bei ATS, bei ETS 2, da verzieht es einen teilweise komplett alles. Das ist schon irgendwie wild. Okay, jetzt sind wir endlich auf der Interstate 80 angekommen. Schon ganz vergessen, dass es ja auf Interstate geht. Ich würde behaupten, dass es dann in der Woche vom. Ich muss gerade Kalender finden. Ich habe keine Ahnung, wo ihr da einen Kalender. Aber Kalender von Smartphone ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kann man da ein normales machen und da wieder normales. Okay, das heißt in der. Wow, super. In der Woche vom 24. Wird sich dann wahrscheinlich wieder einpendeln. Dass ich da dann. Also ist da quasi, dass die Wenden in Anführungszeichen die Fahrten auslaufen. Die täglichen und ich dann wieder in der Woche vielleicht auch sogar schon. Weil es am Dienstag quasi ausläuft, so mit ETS 2, dass ich dann am Mittwoch quasi das normale Video wieder mache, das normale ATS-Video dann für die Woche und dann noch ein Video danach mache für ETS 2 am Samstag. Und dann, dass sich das wieder quasi eingependelt hat. Vielleicht kriegt man in der Woche sogar auch noch ein Sonntagsvideo hin. Ich bezweifle es aber einfach mal. Aber werden wir sehen. Aber ja, ja, schauen wir mal. Ne? Ich weiß ja nicht, wie. Ja, wobei. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher in der Woche danach. In der Woche dann vom 31. bzw. 1. Ist auch schon wieder crazy, wie lang das Ganze alles so sich zeitlich hingezogen hat oder hinzieht, so die beiden Events. Gut, da sind halt zwei Events auf einmal, ne? Also es wäre halt nur halb so lang, wenn es nicht so wäre, so, aber ne. Ich darf wieder 65 fahren. Null mitbekommen. Gar nicht auf dem Schirm mehr gehabt, dass ich auch 55 runter bin durch die Baustelle. Ich muss meinen Platz machen. Aber ich weiß halt nicht, ne? Also, dass das. Ich weiß zwar jetzt noch gerade nicht mehr ganz genau, wie lange das Transport-Fever
Transportwegekampagne war. Die letzte. Also ich weiß nicht, also ich, ne, damit meine ich, ich weiß nicht mal, wie lange die jetzt quasi war im Sinne von wie lange sie jetzt nochmal geworden ist. Mein Brücken. Zack. Okay, finde natürlich nichts mit Brücken. Was ich Brücken Einschutz, irgendwie sowas. Transport. Brückenunglück. Ja, okay. Warum finde ich nichts, wenn ich Brücken eingebe? What? Dass ich jetzt also so viele Aufrufe hat. Holy shit. Also ich hätte jetzt eher mit 20 Aufrufen sogar gerechnet, so wie davor. Oder mit 40. Also davor waren es eher so 36. Aber crazy 4. Lol. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Das ist aber auch ein bisschen später passiert. Ich glaube, vorher war das nur bei 90 oder so. War auch schon crazy, aber jetzt auf 404. 2,5 Stunden war es lang, bis über 2 Stunden, 2,25 Stunden. Und wurde nochmal, glaube ich, eine Stunde weggemacht, weggeschnitten. Ja, vielleicht hieß auch hin, schauen wir mal, ne? Also, ich will nichts versprechen und so, aber es kann sein. Ich nehme mal davon an, dass der Grund einfach unter anderem der Titel ist, so, ne, von dem, vom Video, was ich aufgrund der Kampagnenbezeichnung immer wähle, bei Transport Fever oder bei solchen Kampagnen. Also bei solchen Kampagnen wie Transport Fever oder auch Transport Fever 2, wenn ich dann da mal beginne, oder wie ich es auch in Railway Empire mache. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch bei Railroad Corporation so sein. Also der Titel wird wahrscheinlich dazu beigetragen haben und halt das Thumbnail. Das deutlich andere Thumbnail als wie es jetzt gewesen wäre, hätte ich das jetzt so gemacht wie früher. Mit irgendwelchen Ingame-Screenshots und so. Super. Aber 404 ist wild. Okay, let's find a new route. Ja, erstmal wieder auf der Waage rauf, wa? Bypass-Route quasi sogar noch gesperrt. Ich wollte schon gerade sagen, ein bisschen zu früh. 75.084 Pfund Gesamtgewicht. Ja, Fahrzeug nicht im perfekten technischen Zustand. Ich weiß, allerdings. 10% könnte ich eigentlich auch schon mal wieder machen, ne? Eine Werkstatt in Sydney? Wahrscheinlich nicht. Ja, doch hier. Ah, mal schauen. Vielleicht fahren wir nochmal zur Werkstatt, brennen den Truck nochmal. Kostet ja zum Glück nicht irgendwie jetzt 47.000 wie ein ETS 2. Dann beschleunigen wir mal wieder hoch den Kahn. Und dann setze ich mich gleich. Sorry,
Ich hoffe, es war nicht allzu laut. Ich werde es gleich sehen, wenn ich editiere. Obwohl ich vorher noch was anderes editieren und rendern müssen. Ist auch schon ein langes. Wird ein langes Video von ITS 2. Wobei ich eigentlich vorher zwei andere Videos noch editieren sollte, damit ich zumindest die. Wenn ich jetzt editiert habe, jetzt zwar für einen anderen Kanal und so, aber da das jetzt auch wieder weitergeht mit einem neuen Monat, neues Event in Seaport, okay, daneben. Oh, und natürlich auch in Train Station 2 auch ein neues Event wieder begonnen hat. Port City ist ja schon fast durch, also geht jetzt noch, wenn das wieder rauskommt, 5 Tage. Dann bin ich auch schon auch noch fleißig dabei. Ich habe, glaube ich, eine Woche oder so ausgelassen, weil kein Platz hier auf dem Smartphone war und ich dann irgendwie das einfach nicht weiter was gemacht habe. Kracht. Und da wollte ich halt auf alle Fälle nochmal die Videos von Seaport City, die Gameplay-Videos, wollte ich noch nochmal wegschnibbeln, bevor ich dann mit neuen Sachen anfange, weil die auch schon mittlerweile ein Jahr alt sind oder ein halbes Jahr, bevor ich dann wieder neu beginnen kann. Auch vom Smartphone runterschmeißen kann. Beziehungsweise sie in den Papierkorb packe, damit es einen Tag später gelöscht ist. Gleich. Dann auch genau so. Weil dann habe ich das zumindest schon mal editiert und dann kann ich auch die Rohdateien vom Smartphone schmeißen. Eigentlich kann ich sie jetzt schon runterschmeißen, weil ich sie auf dem Rechner habe und so, aber ich bewahre mir das immer noch lieber auf. Eigentlich so lange, bis das Video nicht veröffentlicht ist und so, aber ich glaube, jetzt auch nicht mehr so wirklich. Und da beschleunigen wir. Hallo, lenken, danke. Wieder hoch. Soll vielleicht auch schnell gehen, zumindest bei dem einen Video. Bei dem anderen weiß ich gar nicht mehr genau, wie lange das jetzt noch ist. Bei dem anderen habe ich ja schon angefangen, da sollte das eigentlich auch fix sehen. Wenn ich mich da so ransetze, dann sollte das so in 20 Minuten durch sein. Rendern, mach rendern, renderen werde ich es dann später erst, nachdem ich mit ETS 2 durch bin. Oder? Ja, doch. Schon sinnig.
der Tunnel rüber. Ja, schön, so die Weite. Wo haben wir das? Da haben wir es. Ich muss auch langsam wieder meinen IRL-Trucker da, den ich schaue. Wo eigentlich geschaut habe, kann man ja jetzt in diesem Terminus gerade sagen. Da ich einfach, ich weiß gar nicht mal, wann das war, aber irgendwann habe ich aufgehört, da irgendwie die Videos zu schauen, weil ich nicht mehr hinterhergekommen bin, weil einfach zu viele andere Sachen da dabei gewesen sind, so. Weil ich einfach zu nichts gekommen bin mehr, weil, ne. Weil Arbeit und dann war man zu Hause und dann ging es auch schon quasi eigentlich schon während der Arbeit los, teilweise. Mit Streams verfolgen zu müssen und dann ging es halt weiter, weil ich zu Hause war, dann halt ein besser. Nicht nur als Hörbuch, sondern auch ne, Bild und so. Dann sind wir schon in Sydney. Crazy. Und da ist er halt auf der Strecke geblieben. Da ist er auf der Strecke geblieben und hat sich halt angehäuft. Wie das dann halt immer so ist, ne? Erst auf mal in Sydney, das muss jetzt eine Steam-Nachricht bei mir, glaube ich. Und gar nicht irgendwie jetzt, was ich dachte jetzt, oder was war das vom Steam mit Achievement? Müsste ja eigentlich vom Achievement gewesen sein, aber warum wird es nicht angezeigt? Ja, es wurde halt nicht angezeigt, ne? Also wir haben jetzt gerade Cornhusker State, obviously. Vielleicht wurde es gerade jetzt doch noch angezeigt. 0,5% der Spieler haben das Achievement, das in allen Städten gewesen sind vom Nebraska DLC. Gut, ich weiß ja auch nicht, wie viele wir jetzt haben, aber wir haben es geschafft. 0,5%. Es war noch nicht geliefert. Das kommt noch nachher in der nächsten Fahrt. Roundabout 2 Tagen. Dann ist das Event auch zumindest vom Personal Goal abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wie es gerade läuft mit dem Community Goal. Ach je. Du willst auch abbiegen. Ich habe erstmal die Bremse wahrgenommen. So, schön. Ja doch. Turn left. Ach ja.
Ecos Power, natürlich. Wieder so ein Abladefläche. Muss ich pennen? Prinzipiell ja nicht. Hm. Oh, ich muss hier hin. Gar nicht gesehen. Oh, es hätte sogar noch gezählt. Gut, dann. Wir fahren trotzdem kurz vor und rückwärts rein. Wunderbar, dann würde ich sagen, laden wir die Fracht ab und kassieren die Kohle. Ausgezeichnet, verpackte Lebensmittel von Norfolk nach Sydney geliefert, gefahrene Strecke 370 Meilen, Dauer 40 Minuten. Er braucht der Kraftstoff 54,4 Gallonen. Das war der 180. erledigte ATS World of Trucks Auftrag. 14.500 gab es dafür und 760 Erfahrungspunkte. Und ich habe mal gerade nebenbei hier geschaut bei World of Trucks. Was halt für uns gerade in diesem Fall jetzt relevant ist. Das Community Goal vom Cruising Nebraska Event liegt gerade bei 104 Millionen von 125 Millionen Meilen. Also so gut wie durch. Bei Trail Connection Switzerland, sag ich jetzt einfach auch mal, sind wir gerade bei 14,1 Millionen von 20 Millionen Tonnen. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Aber okay. Das kommt dann auch noch. Kann ja nicht alles direkt passieren. Farbe Werkstatt. Oder fahren wir nicht zur Werkstatt? Komm, wir fahren zur Werkstatt. So, der von Western Star. Time to hit the road. Aber pennen wir oder pennen wir nicht? Da wir noch nach Rhode Island fahren können. Nehmen wir mal das. Also ob wir zu Taylor fahren. 5 Stunden 10. Also machen wir es mal so. 5 Stunden. 6 Stunden können wir. Ja, ich glaube, wir sollten uns auf Ohren. Bei 24 Minuten und dann müssen wir noch den Trailer abholen. Kann dann auch nochmal eine 24 Minuten sein. Dann sind wir schon eigentlich bei drüber. Wäre dann schon smart, dann noch beim Händler zu pennen. Get ready to turn right. Caution. Please mind the speed limit. Turn right. Eigentlich schon zu pennen. Also das ist echt zu riskant. Das ist zwar wieder vielleicht ein Nachfahrt oder ich penne einfach zweimal. Kann ich auch machen. Weil wir dann mal eine Tagesfahrt haben. K
Ich meine, einen werden wir aber bestimmt einen Auftrag haben, oder? Gucke ich gleich nochmal nach. Wenn ich bei der Werkstatt bin. Ja, ja, gelacht, wenn nicht. Go straight. Links. Vielleicht nochmal schön gespeichert wird. Tanken muss ich jetzt auch erstmal nicht. Stay left, and then turn left. Turn left. Go straight. Hier wollen wir hin. Ja, ja, ja. Einmal reparieren bitte. So, zack. Für 299 Dollar. Dann immer noch mal gerne mit. Obwohl wir die Kohle haben dafür. Ja, komm. Legen wir uns auf dem Dings hin. Dem großen Platz. Damit hier beim Western Stack in Kimber steht. Turn left. This is where it ends. Schauen wir mal. Grand Island, sei bitte da. Gut, was heißt sei bitte da? Ne? Sei bitte beim nächsten Mal auf alle Fälle da. Wobei, ich wollte nicht gucken. Grand Island soll man bekommen. Da haben wir Grand Island, ja. Wäre machbar. Damit bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier vom Cruising Nebraska Event oder in Eurosprache Simulator 2 vom Trade Connections Switzerland Event. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.